Tüdelö und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 21. Herzlich willkommen zurück. Ja, wir wollen heute gegen Hoffenheim eventuell den Titel klar machen, ob wir das wirklich schaffen. Hängt ein bisschen davon ab, wie Dortmund spielt. Gewinnen die ihr Spiel nicht und wir gewinnen unser Spiel, dann ist es definitiv durch. Also wir stehen mit einem Fuß bei einer Champions League-Finale. Es ist das Hinspiel 4-1 ausgegangen, also in Anführungszeichen nur 4-1. Und ja, im Pokalfinale stehen wir. Da haben wir Frankfurt ausgeschaltet und kurz vor dem Titel in der Liga stehen wir. Also wir könnten Triple holen. Mal gucken. Na gut. Gehen wir rein. Ich hab jetzt keinen Bock auf die Pressekonferenz. So, auf jeden Fall werden wir ein bisschen rotieren wieder mal, weil ich will das Rückspiel gegen Atletico, will ich top, mit einer topfitten Mannschaft angehen, weil, wie gesagt, das wird nochmal ein harter Ritt und eine harte Arbeit. So, warte mal. Dann spiele ich mit Ludewig hinten links, dann spiele ich, das ist das Gute, weil man ein bisschen rotieren kann. Und spiele ich, dass ich einen Hunziker auf der Außenbahn spielen, Latza. Na, vielleicht lasse ich Mertjan nochmal ran. Einfach, wie gesagt, ich möchte gerne mit einer komplett fitten Truppe das Ding hier unter Dach und Fach bringen. Aber guck mal, das tut mir immer noch extrem weh, dass der nicht dabei ist. Coutinho, Meier. Dann noch ein Stürmer raus. Savic, Joe vielleicht nochmal rein. Ja, ich denke mal, so passt das von der Startelf. So, auf geht's. Gehen wir ins Match nach Hoffenheim. Wie gesagt, sollten wir das heute gewinnen auf alle Fälle, sonst weiter an 6 Punkte. Und dann vielleicht, wenn die Dortmund das Spiel nicht gewinnen, oder zumindest unentschieden spielt, ist die Meisterschaft klar. Aber wie gesagt, es ist alles, es hängt von einigen Faktoren ab. In erster Linie müssen wir unsere Hausaufgabe machen und mehr brauchen wir erstmal nicht. Das, dann auf alles andere brauchen wir erstmal nicht schauen, das schauen wir dann nach dem Spiel. Weil wir haben gegen Hoffenheim zum Beispiel das Hinspiel. Das haben wir 2-0 verloren. Dieses Doppelpack von Luis Suarez. Und mein Ziel ist es, das heute ein bisschen gerade zu biegen. Auf geht's. Und danach geht gegen Atletico. Erleben wir hier heute die Meisterfeier? So ein wenig Hilfe der anderen Teams ist nötig, aber es kann klappen. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. Hallo liebe Fußballzuschauer, wir melden uns aus der Pre-Zero Arena, wo es aktuell regnet. Aber ich glaube, die Bedingungen sind dennoch hier ziemlich gut. Mein Name ist Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich das Spiel für Sie daheim kommentieren. Und vielleicht können die Gäste heute tatsächlich Meister werden. 1899 Hoffenheim gegen Schalke 04. Die Gäste stehen heute vor dem ganz großen Triumph. Es winkt der Gewinn der Meisterschaft. Und da muss der Trainer der Mannschaft gar nicht mehr viel mit auf den Weg geben. Jeder weiß, auf geht's, hoffe. Natürlich hoffen die Fans, dass Hoffenheim heute uns ein Schnäppchen schlägt. Oder Schnippchen? Doch, Schnippchen schlägt. Wie auch immer. Uns ein Bein stellt. Schauen wir mal auf die Aufstellung von Hoffenheim. Sie spielen heute im 3-5-2. Buschi, dein Kommentar dazu. Das dürfte recht offensiv werden. Entsprechend ja auch hinten nur die Dreierkette. Und vorne wird das Mittelfeld helfen. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Danke, liebe Zuschauer. Ich wünsche uns allen ein tolles Spiel hier in der Pre-Zero Arena.
Na dann, gehen wir ins Match. Es kann losgehen. Anstoß Hoffenheim. Erstmal, wie gesagt, einzig und alleine unsere Hausaufgabe hier in Hoffenheim lösen. Mehr ist jetzt erstmal egal. Wie Dortmund spielt, wie die Parallelpartien ausgehen oder sonst irgendwas. Ich muss erstmal heute mein Spiel gewinnen. Und dann könnten wir theoretisch jetzt gucken, okay, vielleicht schaffen, was die Dortmunder machen in... Ich weiß gar nicht, wo sie spielen. Heute könnten sie ja, mit dem Sieg wäre es heute zumindest, ja, ich denke, durch. Obwohl, ich glaube, mit dem Sieg sollte es durch sein, weil ich glaube, von der Tordifferenz sollten sie uns nicht mehr kriegen können. Also, gewinnen wir unser Spiel heute in Hoffenheim, sind wir, von dem, sind wir durch. Weil das werden sie nicht mehr aufholen. Oder verliert Dortmund heute. Dann ist es auch durch. Nur so nebenbei. Dann wäre es nämlich auch egal, wie wir spielen würden. Und die erste Chance haben die Hoffenheimer. Und sowas darf halt nicht passieren. Zentner. Werden wir da irgendwie nervös? Zentner. Musiala. Sko. Miranchuk. Suarez, der Doppeltorschütze vom Innenspiel. Erstmal gerade ein bisschen Ruhe in diese Partie bringen. So, kurz rüber also verlieren wir. Gucke. Neuigkeiten zum Spiel im Deutsche Bank Park. Ein Treffer ist gefallen. Ja, wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 18 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Das könnte gefährlich werden. Ah, schlecht gespielt. Zuspiel kommt näher. 21 Minuten gespielt. Also wie gesagt, heute ein Sieg und dann ist es eh durch. Dann ist es von der. Ich glaube, er könnte diese Partie wirklich an sich reißen. Der ist in Torlaune, das kann man nicht anders sagen. Trifft in der Liga, wie er will. Bekommt auch immer wieder Chancen. Dir Abseits, okay. Spieler eines Torjägers, eines Weltklasse-Mannes benutzt. Jetzt will er ihn. Aber ich krieg's momentan auch nicht auf die Bahn. Suarez. Ganz klar, was sie wollen, Leute. Es geht nur um den Titel, sonst nichts. Und die müssen, das ist doch völlig klar, komplett. Jetzt schießt er. Und Tor für Hoffenheim. In dieser Partie, die verdiente Führung. Ja, es läuft Miranchuk. Bisher haben ja nur die Tore gefehlt. Sie sind jetzt also in Führung, 1:0. Johnny Burkhardt, jetzt mal ein bisschen mit Tempo. Richtung gegnerisches Tor. Der auf Tempo gehen kann, Burkhardt! Was ist das jetzt? Ja, gibt noch Abschluss. Abschluss. Wenn ich mir das Wetter so ansehe, bin ich froh, dass wir in unserem trockenen Kommentatorenkabinchen sitzen dürfen. Die Spieler sind nicht zu beneiden heute. Ja, es regnet ordentlich. Vor allem für die Torhüter ist der nasse Rasen natürlich sehr gefährlich. Musiala. Musiala. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Meret. Oder Meret, wie auch immer. Suarez. Yusuf Yasigi. Super Pass jetzt. Gute Aktion. Sehr gutes Abspiel. Jetzt hat er die Chance. Gute Chance. Das Tor wird hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt. Du kommst nicht in diese Zweikämpfe. Miranchuk Doppelschlag. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht an seinem Mann vorbei. Und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. 2:0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Ja, wie gesagt, müsste eigentlich jetzt ein bisschen auf einen Ausrutscher von Borussia Dortmund vertrauen. Lucas Alario. Pfeift mir doch nicht jedes Mal die Angriffe weg. Aber im Moment sieht es nicht gut aus.
Noch bleiben 45 Minuten Zeit, aber ich bin bei dir. Aber gefühlt kriegst du irgendwie heute nichts auf die Reihe. Dortmund spielt gegen Mainz, wird unentschieden. Hoffenheim führt gegen uns, das ist ganz, ganz schwerer Schritt. Schalke 04 mit dem Anstoß, die zweite Hälfte kann losgehen. Burkhardt. Er spielt den Verteidiger aus. Gegen Vogt. Burkhardt gegen Vogt. Da kommt der Schuss. Tor! Der Abschlusstreffer, jetzt weiter Gas geben. Nun 1-2, 48. Schalke braucht 2. Aber endlich mal. Hier nochmal die Wiederholung. Passt so gar nicht zum Spielverlauf. Aber in der ja, lässt hier drei Mann stehen und haut das Ding da oben rein. In den Knick. Tor Nummer 4 in dieser Saison für ihn. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Mal schauen, was die zweite Halbzeit hier noch bringt. Ist das nochmal eine dramatische Aufholjagd? Rashica! Rashica! Doppelpack! Doppelschlag! 2-2. Jetzt brauchen wir noch ein Tor. Jetzt brauchen wir noch ein Tor. Und dann ist das Ding hier unter Dach und Fach. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz gut im Tor unterzubringen. Samer Sekou raus. Jetzt Hoffenheim versucht es jetzt gerade wieder so ein bisschen. Ein Tor. Wenn man einmal heute trifft, ist das Ding unter Dach und Fach. Aber wie gesagt, es ist noch ein Weg zu laufen. Es ist noch ein Minimum noch 35 Minuten. Aber die Frage ist, wie kriegst du die Hoffenheimer auf die Reihe, Devin Alario jetzt vielleicht sogar trifft. Spiel gedreht. Und dann drehen die Schalker auf. Hoffenheim hat eigentlich alles komplett im Griff. Füllen völlig verdient mit 2-0. Und es dauert kaum 10 Minuten. Schlagen die Schalker dreimal zu. Der Trainer hat funktioniert. Und jetzt haben wir es. Spiel gedreht. 3-2 vorne. 32. Saisontor ist jetzt aber auch im Moment egal. 48. Burkhardt, 52. Rashica, 56. Alario. Das sind die drei Tore für die Schalker. Aber, eigentlich brauchen wir das gleiche Ergebnis. Wenn Dortmund unentschieden, reicht für uns auch ein Punkt. Lucas Alario. Burkhardt. Auf der rechten, also seine, auf der Richterseite. Rashica! Und wenn Meret das Ding hier das vierte Mal hätte, dass ich greifen müsste. Rashica. Tor 4. 65. Minute. Jafairo de Rosun. Eigentlich sah das so beschissen schon aus. Die 2-0, die hier der Rückstand. Ich dachte mir, Alter, jetzt verkackst du gegen die Hoffenheimer wieder. Und dann kriegst du es echt hin, das Ding noch zu drehen. Momentan führen wir 4-2 nach 65 Minuten. Große Freude auch am Spielverband. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich. Tor Nummer 11 für ihn in der Saison. Ja. Es war eigentlich so aussichtslos. Es war sowas von völlig verdient, dieser Rückstand. Wer hat dann so gar nichts auf die Ketten gekriegt? Und jetzt führst du so ein Spiel 4-2. Aber wie gesagt, mal gucken, was noch alles drin ist. Burkhardt. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Ja. Kommt nicht rein. Das gibt Einwurf. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Lucas Alario. Gute Chance. Kein Tor. Das gibt's doch gar nicht. Das war doch eigentlich ein Das
hätte der nächste Nackenschlag für die TSG sein müssen. Weil jetzt das fünfte Tor hintereinander zu kriegen, quasi innerhalb von 20 Minuten. Oder 25 Minuten, wie auch immer. Königsblau wieder am Ball. Guter Pass. Gefährlich. Und jetzt macht Rashica nochmal. Jetzt macht das auch. 5-2. 2-5. Es lag so aussichtslos zur Halbzeit hinten. 30 Minuten später führt man mit 5-2 bei der TSG. Jetzt ist der Titel wahrscheinlich unter Dach und Fach. Letzte Saison den Meistertitel verpasst, also ist man Zweiter geworden. Und jetzt hat man es eigentlich so gut wie sicher. Man muss jetzt eigentlich gefühlt doch ein Tor schießen, dann ist man das eh durch. Aber so wie momentan die zweite Halbzeit läuft, denke ich mal, ist das Ding durch. Ecke? Ne, keine Ecke. Nur abgeblockt. Diese Flanke. 20 Minuten noch. Wird das eine Torchance? Bockert. Und der Rose und. Chance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Ja, zu viel nachgedacht, zu sicher. Und jetzt ist der Ball. Die hoffen einmal sowas von völlig von der Rolle. Aber wie gesagt, nach der ersten Halbzeit dachte ich mir, ja, die schlagen uns wieder in so ein Schnippchen und versauen uns wieder den Titel. Ball kommt in die Mitte. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Oder beziehungsweise die schlagen uns wieder ein Schiffchen. Wir im Hinspiel haben wir nämlich auch 2-0 verloren. Vargas. Vargas kommt gegen Ciao hinterher und das verhindert der Keeper Weltklasse. Warte, bevor die Ecke jetzt ausgeführt wird, möchte ich gerne noch ein bisschen durchwechseln. Ich habe keinen Schirm auf der Bank. Rashica, Kobylanski, und der Meier für die Rose, damit ich jetzt einfach mal ein bisschen, noch mal ein bisschen was werden probieren kann. Er hat ja heute überragend gespielt. Kein Wunder, dass es da Sonderapplaus gibt bei der Auswechslung. So, einfach noch mal ein bisschen frische Leute auf den Platz bringen. Ecke kommt. Ecke kommt. Und der Keeper hat den sicher. Ballgewinn, gefährliche Position. Kann er was draus machen? Der Ballverlust. Yasici mit der Chance. Yasici und Zentner. Also ich hätte nach der ersten Halbzeit definitiv nicht erwartet, dass das Ding doch so deutlich noch wird am Ende. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Das ist der Schluss. Haben wir's? Ich hätte es nach der ersten Halbzeit ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, aber wir haben den ersten Titel unter Dach und Fach. Deutscher Meister Schalke. Dass ich das mal irgendwann sagen kann, vielleicht irgendwann mal. Könnt ihr fast meinen, das ist hier ihr eigenes Stadion. Tolle Bilder. Ich hätte es wie gesagt nach der ersten Halbzeit nicht erwartet. Wir lagen mit 2-0 hinten. Völlig verdient. Völlig von der Rolle. Und dann schießt er dann von 10 Minuten knapp 3 Dinger. Stellt das Ding dann am Ende auf 5-2. Hast du sogar noch die Chance, das Ding höher zu machen. Aber es ist sowas von egal. Hier, 29. Minute, Mirantschuk. Schönes kurze Eck, keine Chance für Zentner. Da dachte ich mir, oh nein, oh nein. Dann die 43. Minute, wieder Mirantschuk, der einen Mann stehen lässt. Sich ohne Probleme dreht, auf den linken Fuß haut, das Ding ins lange Eck. 2-0. Und damit war eigentlich alles soweit unter Dach und Fach für die Hoffenheim, aber diese Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, diese Dreifachschlag. Burkhardt hier erstmal, der das Ding einfach mal kompromisslos mit drei, nachdem er drei Mann stehen gelassen hat, rum in den Winkel haut. Der Abschlusstreffer, jetzt weiter Gas geben, dann können Sie den
Und dann halt Rashica, Alario, De Rose im 65. und Rashica in der 75. Minute mit den Toren. Also wie gesagt, ausgeglichen war es, 7-7 Torschüsse, also und die Dortmund haben unentschieden gespielt und damit ist das Ding eh sowieso, ist das Ding eh durch. Damit können wir komplett den Fokus jetzt auf Champions League und Pokal legen. So. So, dann werde ich jetzt mal kurz eben bei meinen bei der Mannschaft reingucken, weil ich muss ja wegen den Verträgen noch was gucken. Bis vor der Herr Joe sich da übel beschwert, weil er noch keine Geräte über sein Gehalt hat. Wo ist er denn, der Gute? Da ist er. Akzeptieren. Damit ist das Thema auch durch. Und er kann wieder glücklich sein. So, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Dann geht's weiter mit dem Auswärtsspiel bei Atletico. Da wollen wir das Champions League-Finale einziehen. Und ob wir das schaffen, sehen wir dann.